Das meiste ist tatsächlich von der Community gekommen. Weil YouTube bietet einfach die Möglichkeit, mit der Community einen direkten Austausch zu haben. Und da kommt neben dem ganzen Feedback auch der ein oder andere Vorschlag, der dann am Ende umgesetzt wird, durch. Und das ist mittlerweile tatsächlich die größte Inspirationsquelle für mich. Der Hauptfokus liegt eher im Interesse wecken, dass sich die Leute am Ende selber Gedanken machen und eventuell gebannter im Unterricht dabei sind und dann halt praktisch anfangen, selbst ein bisschen zu experimentieren. Es ist cool, Informationen zu vermitteln, aber sie bleibt einfach besser hängen, wenn man sich nicht so fühlt, als würde man lernen. Wenn man das Wissen halt unterbewusst aufnimmt oder einfach aufnimmt, weil man es wissen will. Für mich ist es ein netter Wettbewerb, den ich ziemlich cool finde, weil es ein bisschen den Fokus auf Wissensvideos wirft. Für mich persönlich hat er dieses Jahr mal wieder Community-Nähe bedeutet, weil ich ja im Community Award mich voll und ganz auf meine Community verlassen konnte und wir deshalb auch den Community Award Platz 1 abräumen konnten. Und das finde ich eigentlich immer schön, weil der YouTuber geht mit seiner Community eigentlich Hand in Hand.